Willkommen zurück zu Let's Play Outlast. In der letzten Folge sind wir einem kranken Typen im Rollstuhl begegnet, der uns einen richtig heftigen Jumpscare verpasst hat. Chris Walker hat nach uns gesucht und der blöde Vater Martin hat den Strom abgestellt, sodass wir in den Keller mussten. Und den Generator neu einstellen müssen, was sich als sehr schwer erwies. So, was müssen wir jetzt tun? Ach stimmt, wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben, als Vater Martin das ausgeschaltet hatte. Strom. So. Dann öffnen wir mal den Haupteingang. Was ist los? Nein, eine Spritze. Oh. Sorry, my son. Was? I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. Schon wieder Vater Martin. There's so much yet for you to witness. Arschloch. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Wieso zeigt er mir das? The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. So. All doors will open before you. So ist der. Ist die Wache eben nach hinten geflogen? Hä? Mal gucken, ob wir das später noch erfahren. Aber wohin verschlägt es uns jetzt? In eine Gummizelle. Okay. Aber unsere Kammer haben wir noch, oder? Ja. Ruhe in Frieden. Nicht die Gegner getötet. Ruhe in Frieden. Ganz viele Kreuze. Und überall Ruhe in Frieden. So, was haben wir uns denn so schönes jetzt aufgeschrieben? Vater Martins Zelle. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge. Für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernick hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist wohl vor mehr als 10 Jahren verstorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ja, das haben wir schon gesehen. Okay, können wir jetzt hier raus. Machst du die Tür auf? Danke, wo bist du hin? Hallo? Okay, der ist auch schon richtig abgedreht. Das wurde vernagelt. Das. Okay. Geht's dir da drin gut? Sieht nicht so aus. Mit deinen Deformationen am Kopf. Scheiße. Geht's dir gut? Oder? Nein, auch nicht. Und wieder mal Blutgedärme. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks. Was ist los? Nervous. I would like to kill. Sag mal. Oh, die sind nackt. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give okay, you scheiße, die sind nackt. Bei einem FKK-Club möchte ich nicht so gern beitreten. Boah! Alter! Du blöder Hurensohn, wirklich. Oh, Junge. Okay, was haben wir hier sonst noch? Eine leere Zelle. Was haben wir hier? Nichts.
Okay. Du bist freundlich, oder? Trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Wurde der neu zusammengenäht? They've always been here. Sieht so aus. Scheiße. Okay, wenigstens mal ein freundlicher Rollstuhlfahrer. Was ist hier? Okay, das war jetzt nicht so schlimm, aber dem wurde der Mund offen zugenäht. So sieht es jedenfalls aus. Was macht der hier? Kein Schlafen mehr. Schlägt deswegen seinen Kopf in die Wand. Na super. Haben wir hier jetzt noch irgendwas? Hier können wir rein. Gut. Okay, der fürchtet sich anscheinend. Ist hier irgendwas drin? Ach, ein Spalt, da können wir raus. Gut. Was ist hier los? Alter! You weren't invited to this, you goddamn sicko! Ich glaube, du bist ein Perverser. You're sick! Du hast mit. Du wolltest die Leiche penetrieren. Okay, der steckt schon in der Zwangsweste, weil er wahrscheinlich so krasse Sachen macht. Können wir hier rüber? Nein, können wir nicht. Haben wir hier noch irgendwo was? Keine Akte? Nein. Aber wir haben etwas aufgezeichnet. Das Nekromantie. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den wenigen schrecklichen Dingen. Okay. Hey! Was? Hey, you... Oh, I... Toll, wieder ein toter Wachmann. Was? Was wolltest du? Ne? Was ist los? Okay. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. They're in my blood if they wanna get out. Anscheinend müssen wir zu den Nacken. Na super. Okay, hier denke ich, können wir jetzt auch mal wieder. Was ist los? But I saved some for you. Just wait. Was ist jetzt hier wieder? Was? God always provides a way, follow the blood. Okay, dann folgen wir mal der Blutspur. Was haben wir hier? Können wir nicht durch? Jemand fahrt hier etwas. Der. Down the drain. Okay. Durch den Abfluss. Und hier haben wir eine weitere Akte. So. Wer sich sie wieder durchlesen möchte, kann hier bei Vater Martin Fingermaler das Video wieder pausieren. Gehen wir mal runter. Haben wir hier noch irgendwas? Ah. Scheint noch
an Zellen. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Okay. Also es macht schon wieder einen sehr kranken Eindruck im Spiel. Können wir hier rüber? Fuck. Ach du Scheiße. Der hat den Tod geprügelt. Das Blut klebt in der Scheibe. Scheiße. Alter! Was willst? Was willst du denn? Ich hab nichts gemacht. Okay, alles gut. Alles gut. Ich bleib still. Ganz ruhig. Bleib bloß weg von mir. Mit deinem Schlagstock. Die Tür von vorhin war ja eben versperrt, deswegen müssen wir wahrscheinlich in den Serverraum. Fuck! 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 Scheiße! Scheiße! Fuck! 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 Renn! 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 Komm! Rüber! Mach Tür zu! Weg. Okay, ich würde sagen, wir rennen jetzt. Wir rennen jetzt so schnell wie es geht. Fuck, renn. Ich hasse diese Anspannung in diesem Spiel. Schnell, schnell, rein da, rein da, rein da, geh rein. Ich hoffe, er hat uns nicht mehr gesehen. Okay, ich glaube, er guckt den falschen Spind. Ja, gut. Puh. Jetzt bitte. Bitte geh hier raus. Danke. So, okay. Dann verlassen wir einmal. Und hauen jetzt auf diesen Knopf drauf. Okay, und da stand wieder Follow the Blood im Spiegel. Gucken wir noch einmal, dass der hier nicht nochmal reinkommt. Oh, die Musik wird schlimmer. Ja, er kommt wieder. Scheiße. Okay, jetzt würde ich sagen, wir wechseln noch einmal kurz die Batterie gleich. So. Und wenn der jetzt gleich draußen ist, dann rennen wir. Rennen wir, was das Zeug hält. Tschüss! Okay, wir rennen einfach hinter ihm vorbei. Ist natürlich geil. Okay. Puh. So. Da sind wieder die Haben die irgendwelche Waffen? Scheiße, die haben Macheten. Wieso haben die Macheten? Wir sind hier in einer Nervenheilanstalt. Wieso haben die bitte Macheten? Und die reden, glaube ich, darüber. Die reden, glaube ich, darüber, welche Teile von mir sie sich teilen. Okay, ich hoffe, wir können jetzt hier. Ich hoffe, hier ist niemand mehr. Gehen wir mal einmal kurz hier durch. Oh, eine Akte. Okay. Ihr könnt euch die Video mal durchlesen. Hinweis zur Wartung der Reinigungstore. So. Okay.
jetzt noch irgendwas? Scheint nicht. Ist hier noch irgendwo was? Ein toter Sicherheitsmann. Und hier brauchen wir anscheinend eine Schlüsselkarte. Oh Scheiße. Was zum... Hat Chris Walker dem wirklich gerade den Kopf abgerissen? Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Okay. Und da haben wir die Schlüsselkarte. Gut. Können wir nicht durch. Okay. Dann laufen wir mal wieder zurück und setzen wir die Schlüsselkarte ein. Wie heißen die? Achso. Wir sind jetzt in den Duschen. Okay. Komme durch die Dusche. Oh Scheiße, ein Nackter. My God, he vanished. Ja, ich bin verschwunden. Ich glaube, wenn die uns sehen, dann sind wir sofort am Arsch. Ja, wenn die uns sehen, sind wir, glaube ich, direkt am Arsch, weil sie uns direkt aufschlitzen. Okay, was haben wir hier? Wir sollen anscheinend immer noch der Blutspur folgen. Hier geht's nicht rein. Aber gibt es vielleicht hier noch irgendwas? Erstmal die hier auf. Und wir hier. So. Ach, hier müssen wir wieder Luftschleuser kriegen. Oh Scheiße. Was macht Chris Walker hier? Fuck. Scheiße. Fuck, wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Scheiße. Er kommt hier rein! Fuck, geh hoch, geh hoch, geh hoch! Geh hoch! Oh, Junge! Boah, Scheiße. Okay, wo musst du hin? Anscheinend hier runter. Oh, Scheiße, der kommt! Der kommt, der kommt! Renn! Scheiße, das Feuer ist ausgebrochen! Oh, Scheiße! Fuck! Oh, Mann. Toll, auf einem Berg. Leichenteil. Boah. Scheiße. Okay. Bis jetzt. Finde einen anderen Weg in die Dusche. Okay. Uff. Hier würde ich jetzt sagen, machen wir dann. Oder jedenfalls hier machen wir dann im nächsten Part weiter. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich freuen. Und hoffen wir, dass wir nicht von Chris Walker zerfleischt werden. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder bei Let's Play Outlast. Bis dann. Und ciao.